kommentiert. Also wir sind Politoskop, die Frage zur politischen Netzkommunikation. Dass so viele unterschiedliche Leute zusammenkommen. Das ist genau das, was wir auch im Netz haben wollen, dass unterschiedliche Leute mit verschiedenen Positionen aufeinandertreffen und sich darüber unterhalten, welche Wege die besten sind, ringen um Positionen, den Streit ausleben, aber zivilisiert, ja, das bringt uns weiter. Präsent sein, wir müssen schwierige Dinge übersetzen, wir müssen schnell sein und wir müssen das Publikum erreichen, und zwar mit Qualität, mit Professionalität. Das ist heute ganz entscheidend. Ich habe ja auch eine Session angeboten zum Thema Zusammenarbeit mit Agenturen und habe da auch festgestellt, wir haben alle ähnliche Probleme und es lohnt sich auf jeden Fall, sich zu vernetzen und einfach auch darüber zu sprechen. Ich finde es an sich immer wichtig, dass es einen Austausch gibt zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik, dass man da mehr ins Gespräch kommt, gerade wenn wir über Social Media reden. Das Internet, das sind drängende Fragen, die müssen behandelt werden, und ich glaube, dass eben gerade diese unterschiedlichen Perspektiven sehr bereichernd sind. Ja, es war total lehrreich. Also ich bin total begeistert von den hochwertigen und super spannenden Sessions. Ich habe jede Menge mitgenommen. Also es ging zum Beispiel darum, ob man TikTok machen muss, wie jetzt die Zukunft der Facebook-Fanpages aussieht. Viele, viele spannende Dinge und natürlich auch ganz viel darum, wie Behörden mit all dem umgehen können. Es ist auch wichtig, dass man sich austauscht und einfach auch wieder nach Hause geht, ins eigene Ministerium und mit neuen, frischen Ideen wieder frisch ans Werk gehen kann. Also es war sehr engagiert, bereichernd, und auch ich habe Ideen bekommen, also in meiner Session zum Thema digitale Kommune, und ansonsten schöne Atmosphäre, tolle Leute, war schön.